So Leute, da sind wir wieder bei Pokémon Omikron. Alter, ich hatte so drin was. Ah, voll verkackt. Das war doch jetzt Absicht, oder? Ja, das war Absicht, natürlich. War das Absicht. Also das klang gerade so dämlich, das hätte Absicht sein können. Wir sind bei Magikarp. Und ja, wir spielen weiter und wie ihr vorgestern gesehen habt, oder noch einen Tag vorher, ach was weiß denn ich, auf jeden Fall am Montag gesehen habt, kam kein Magikarp 2. Dies ist auf einen Fehler unsererseits zurückzuführen, dass nicht am 4. Mai, sondern erst am 26. das Spiel kommt. Ja. Heute ist übrigens Donnerstag, ne? Heute ist nächste Woche Donnerstag. Ja, ich weiß, dass heute Donnerstag ist. Ist doch logisch, was soll denn heute sonst sein? Ach, es startet schon, okay. Nun, da der Kriegsherr Khan tot und Grimm des grausiger Plan entlarvt. Okay, ich überspringe das einfach mal, weil das hatten wir schon mal. Ja, mach ich auch. Ich glaube, das haben wir auch schon gesehen. Wir müssen nur gucken, ob wir jetzt gleich rauskommen. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Okay, ja. Wir sind im Kampf, okay. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich habe das Gefühl zu sterben, ja. Wieder tot? Ich bin schon wieder tot. Du könntest mich nebenbei kurz wiederbeleben. Na, komm. Ja, das war jetzt nicht der beste Start. Vor allen Dingen, weil die Idioten da hinten irgendwie es geschafft haben, meinen Stab runterzuschmeißen. Das. Erstmal wieder reinkommen. Was? Sie haben dich weggebounced. Ja, könntest du mich wiederbeleben, bevor wir weitermachen? Cool. Zack. Lebensdinger sind das. Okay. Ah, ich hab mich jetzt. So, wir haben den Krummstab. Na, Krummstab wirke. Warum wirkt der Krummstab nicht? Sollte er nicht wirken? Na, wie auch immer. Ich mach's den Weg da. Ja. Tatsache, QFASA ist mit das Beste, was man machen kann. Ach, verdammt, du hast deinen Stab auch nicht mehr. Ich kann kurz Leben tasten. Ich kann kein Leben tasten. Ich bin gleich tot. Versuch mal bitte nicht zu sterben, ne? Ich versuche es, ich kann aber nichts versprechen. Du könntest Zunichtung einfach nehmen. Oder ich sterbe einfach. Ich mach schnell wieder. Ja, achso. Das wollte ich eigentlich machen. QFASA. Ach, ich bin nass. Das erklärt einiges. Geh. Komm. Bam. So geht's übrigens auch. Dankeschön. Sorry. Ach, verdammt, nee. Verdammt, kann ich nicht. Das sind die untoten Typen. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt erstmal Leben casten auf mich selber. Wir haben es geschafft. Ja, ich habe ihn. Ich sag doch, der Zauber ist voll gut. Ach, der hat eine Blitzimmunität, verdammt. Ich bin tot. Du brennst und ich bin tot. Ich habe Leben. Danke. Nicht zusammenstehen.
Blitzimmunität, ne? Ja, Moment. Bam. Au. Das war erstaunlich Au. Effektiv. Den habe ich zerfetzt. Nimm mal den. Warte, ich wollte den Stab nehmen. Konnte ich gerade nicht. Muss mich nee, ich wollte den Stab nehmen. Verdammt, jetzt haben wir. Offenbar wird der. Sondern durch Zauberkraft. Wow. Okay, ich mach ein Schild. Okay, du machst erstmal ein Schild. Denk dran, wir haben noch den Wirbelsturm. Ja. Du kannst übrigens mit mehr Steinen mehr Steinschilde machen, wa? Ja. Ach, du hast schon den. Nee, du hast nicht den größten. Achso, ich weiß, was wir machen. Genau, das war ja unsere Taktik. Genau. Töte Grimnir einfach. Es ist das Leichteste, Leute, glaubt uns. Es ist zwar nicht sehr spannend, aber auch das braucht eine Weile, bis wir das rausgefunden haben, dass das so funktioniert. Ja, und ich glaube, es war gut, dass ich mir ein Steinschild gemacht habe, weil damit kann er mir auch nicht. Tam, tam. Hältst du den Schild aufrecht? Ich erhalte den Schild aufrecht. Der ist noch fast voll, also das ist kein Problem. Wenn es weiter nichts ist. Irgendwie. Zu irgendeinem Grund ist mein Spiel etwas langsamer irgendwie heute. Mit dem Reagieren auf meine Tastenkombination. Ich denke, wir haben ihn gleich. Ja, ja. Da haben wir ihn. Endkampf! Ich muss ihn nutzen. Er ist tot! Portus! Moment, was? Nein! Da hatten wir ihn so schön getötet. Moment, was ist das da hinten? Oh mein Gott, er verbeugt sich. Ich verbeug mich auch mal hier. Danke für den Kampf. Du auch? Ja, ich hab mich auch. Hast du dich auch gerade verbeugt? Ich hab auch gerade meinen Kopf geneigt. Rückkehr nach Schloss Alderheim. Steht bei mir hilflosen Zauberer vor dem sicheren Untergang seitens Grimnir und seines geheimnisvollen Verbündeten. Nun wies Vlad aus der Zukunft heraus den Zauberern den Weg zurück zu Schloss Alderheim. Nee, das wartet jetzt bloß, weil bei mir in die Story kommt. Achso, und warum bei mir nicht? Einen Meister der Magie. Nur er könnte ihnen dabei helfen, Assatur zu besiegen. Okay, wir müssen Fafnir suchen. Warum bei dir nicht? Weil du vielleicht aus Versehen weggeklickt hast oder so, so wie ich am Anfang hatte. Kommt bei dir der Tipp und der Ladebildschirm? Nein, ich bin immer noch in dem Buch. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Klick mal irgendeine Taste, bitte. Enter, Q, W, A, S, D, Leertaste, linke Maustaste, rechte Maustaste, Escape, nichts. Aber Musik läuft noch und ich kann meine Maus bewegen. Weil ich hänge jetzt im Ladebildschirm fest. Wie ich du glaube, das. Wir müssen das Spiel nochmal neu starten. Wir haben ja zum Glück das Level beendet. Übrigens brät er sich bei mir gerade an einem Feuergeist irgendwie sein Würstchen. Ja, ich habe immer auch das Endscreen vom Bosskampf in dem Buch. Okay, dann machen wir das ganz schnell onscreen, dass wir mal schneller. Nee, doch, jetzt kommt was. Ja, ich hatte das Spiel, ich habe mein Spiel geschlossen. Okay, ich bin da, warte mal, dann gehe ich kurz raus, ich starte schnell das Level neu. Achso, ich bin wieder da. Ja, ich Johnny dir gleich, ich muss mal kurz nur Schwarzbildschirm machen, dass keiner das Passwort sieht. Ja gut, ganz ehrlich, das Passwort interessiert doch keinen, kann doch eh keiner drauf. Meine ganzen Steam-Freunde. Was ist mit deinen Stream-Freunden, ist doch egal, ich habe das Spiel gehostet. So, Passwort. So, da kann ich das Bild anmachen. Manche Leute machen extra dafür ein Schwarzbild. So. Es ja. Geht ja mit dem OBS super. Ich hätte ja auch Konfetti machen können. So, dann gibt's jetzt nochmal kurz die Story. Da muss ich auch nicht reinlabern. Und los. Geheimnisvollen Verbündeten. Nun wies Vlad aus der Zukunft heraus den Zauberern den Weg zurück zu Schloss Alderheim. Dort, wo sie einst die Reise begonnen hatten, um Fafnir zu suchen, einen Meister der Magie. Nur er könnte ihnen dabei helfen, Assatur zu besiegen. Okay, suchen wir Fafnir.
Nasse Feinde und solche mit Rüstung erhalten höheren Schaden durch Blitz. Ja. Chuck Norris kommt in diesem Spiel nicht vor. Und wenn doch, hätte er schon längst gewonnen oder irgendwas stand da. Au. Ich habe euch zurückgeschickt in der Zeit nach Schloss Alderheim. Ich selbst verbleibe in der Zukunft. Bin euch also weit voraus. Anscheinend ist Krimnir von einem Dämon aus der ätherischen Welt besessen, einem schrecklichen Wesen namens Asatur. Die Lage ist ärger als gedacht und um allen die Krone aufzusetzen, ist meine Macht in der Vergangenheit sehr begrenzt. Kein Ding, das packen wir schon. Die einzige Hoffnung auf Weltenrettung besteht darin, Asatur in diese Welt zu ziehen, wo man ihn besiegen kann. Ihr müsst wieder nordwärts und den grandiosen Fafnir überzeugen, euch die uralte Magie-Verkörperung beizubringen. Verhandlung. Das ich dachte gerade für einen kurzen Moment, du wärst hier runtergefallen. Nein, nein, das war der andere. Das war der Käse-Typ. Ja, das ist mir nämlich gerade auch aufgefallen. Keine Sorge. Jetzt wissen wir, warum er da unten liegt. Ja, aber warum alles explodiert ist. Er ist gar nicht dran schuld. Wir sind es. Wie immer. So, wir haben Teleport erlernt. Okay. Damit können wir jetzt teleportieren. Wir versuchen jetzt natürlich erstmal zum Schloss zurückzukehren. Erstmal reden wir mit dem Typen. Oh, ihr seid es. Ihr solltet schon auf dem Weg Richtung Norden sein. Wie es aussieht, müsst ihr euch vor Goblins in Acht nehmen, okay? Ich sag's, glaube ich, das Gleiche. Yeah. Moment, wir sind jetzt in der Vergangenheit. Wir können, das heißt, wir können jetzt... Was machst du denn da oben? Ich bagge am Bildschirmrand fest, weil du noch nicht da bist. Moment, wir sind in der Vergangenheit. Das können wir einfach alle umbringen. Ja, das Problem ist, wir kommen hier nicht mehr rein. Also erst im nächsten, erst am Ende. Aber wir können uns den Dings wiederholen. Du darfst dir den Stab wiederholen. Ich hab Déjà-vu. Oh, der ist wieder da. Moment, wir haben in der Vergangenheit hab ich den noch mitgenommen. Irgendwie trifft der gerade nicht, der Donnerkeil. Aber ich wollte gerade sagen, das geht immer. Oh, du standest zu nah dran. Au, 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 au. Noch nicht tot. Wie sie schön hinter ihre Stühle gekippt sind. Brennst. Oh. Kommt vor. Jetzt bin ich nass, weil ich aufgehört hatte zu brennen. Na toll, jetzt kannst du Angst. Jetzt kannst du Angst. Doch, kannst du wieder einsetzen. Wir haben unsere coolen Stäbe nicht mitgenommen. Der Kampf war ja auch blöd. Bam. Jetzt können wir uns durch die Gegend teleportieren. Ja, also ihr seht, das ist ein lustiger Zauber. Man muss... Kennt ihr die da? Keine Ahnung. Irgend so eine Vollhonks. Oh! Super. Ich wollte teleportieren. Ich hab schon wieder Angst eingesetzt. Gehen wir mal hinterher, vielleicht gibt's ja was Tolles. Wenn wir sie fangen. Laufen wir uns mal hinterher. Hey, hier haben wir doch der alten Frau geholfen oder Jungfrau. Gehen wir mal diese Frau fragen, wie es hier so geht. Ich hab die Frau getötet damals. Oh. Mit Fett, weißt du noch? Ja, sie haben Fett vergessen. So. Da wir keine Lebensresistenz haben und wir nichts Besseres haben. Wird das? Er hält dich ein bisschen auf und heilt dich. Ich wollte eigentlich das da machen. Ja, Excalibur brauchen wir ja nicht mitnehmen. Oh, Excalibur hatten wir ja schon. Oh, vielleicht. Ach nee, komm, an das Schwert kommen wir ja nicht mehr ran, ne? An das Master Sword. Na, ich weiß nicht, ob es da den Teleporter jetzt noch gibt. Warte mal. Schon wieder Zauberer? Nur auf der Durchreise, ja? Na gut, ich muss schon wenig erklären, welche Mühen es bereit wird, das Tor zu öffnen und dann wieder zu vernageln. Also. Also? Spiel? Fafnir? Noch nie gehört. Aber wenn ihr Richtung Norden wollt, könnt ihr genauso gut den Weg durch die verlassenen Jahrminen nehmen. Wenn in einem Spiel von verlassenen Minen die Rede ist. Ist sie voller Gegner. Ich glaube, man kommt hier trotzdem durch, ne? Hehehe. Als ob wir Türschlösser bräuchten.
Allerdings brauchen wir sowas wie Teleporter. Und ja, Map-Teleporter, das wäre ganz praktisch. Und Map-Porter sind gerade nicht, sind gerade ausverkauft. Oh, ich stand gerade in der Tür drin. Das wäre halt auch, wenn wir... Nein, warte auf mich! Was hast du denen erzählt? Ich habe geflunkert, ich meinte, die Yarnminen wären verlassen und absolut sicher. Oha. Oha. Dann das werden wir die wohl nicht mehr wiedersehen. Wir hätten sie umbringen sollen. Ja. Böse Minen, gutes Spiel. Oh je. Brachen die Zauberer auf und ließen Schloss Alderheim hinter sich. Erneut hielten sie sich nordwärts, diesmal in Richtung der Yarnminen, die, wie ihnen versichert wurde, absolut sicher und seit ewigen Zeiten verlassen waren. Was natürlich nicht stimmte. Ich dachte, da steht das, was natürlich stimmt. Ah. Es kommen lustige Zeiten auf uns zu. Meinst du? Hey, Vlad. Ah, da seid ihr. Ich vergaß, euch etwas Geisterschütterndes Wichtiges mitzuteilen. Auf der anderen Seite dieser Minen liegt der Mykor-Sumpf, wo ein mächtiger Graf herrscht. Nur er kann euch helfen, zu Fafnir zu gelangen. An eurer Stelle, die offensichtlich nicht die meine ist, würde ich dorthin gehen. Um die Minen zu durchqueren, sollte eure vorderste Priorität sein, ihren Eingang zu finden. Meine Fledermaus-ähnlichen Singen sagen mir, dass er irgendwo jenseits dieser Klippen sein sollte. Nun gut, ich muss los. Boah. Was auch immer Bra heißt. Oh, ich mach einen Zauber. Bam. Das war nicht das, was ich tun wollte. Er hat einen Feuerpfeil! Jetzt nicht mehr. Ich habe einen Killing Spree. Moment. Nee, doch nichts, was man mitnehmen kann. Ich muss jetzt immer aus der Ferne angreifen, weißt du, ne? Ja, ja. Warum können wir denen sein großes, gigantisches Schwert nicht abnehmen? Ja, Moment, da ist doch bestimmt was drin. Ja, ja, das war das, was wir in unserem Privatplayfuh verpasst haben. Nee, ich dachte da jetzt, dass da Gegner drin wären. Hier ist irgendwo ein Magie versteckt. Du versteckst, du suchst die Magie. War das hier? Und ich. Super. Könntest du bitte aufhören, geheilt zu werden? What the fuck? Ich glaube, hier liegt irgendwo eine versteckt. Bin mir aber nicht sicher. Kann auch an einer anderen Stelle gewesen sein. Nein, ich glaube, das war hier. Ich hab's gesehen. Da. Wo? Moment, da liegt was. Gewitter. Gewitter, genau, das hat uns gefehlt. Ja, und diese eine Pre-Order-Magie. Okay, ich habe ein Wasserschild, kannst Gewitter einsetzen. Kann ich gerade nicht. Muss gerade Schilde zerbersten lassen. Okay. Du, hinter dir sind auch welche, ne? F, Q, F, A, S, A. Au! Ich auch. Wegen deinem scheiß Gewitter konnte ich ich hatte doch kein Wasserschild. Wie soll ich denn uns heilen, Junge? Okay, Gewitter nur einsetzen, wenn wir in einem eigenen Schild stehen. Wenn jetzt Vlad wiederkommt. Ja, überspringen. Au. Haben wir jetzt Gewitter schon? Bestimmt nicht. Zeitzehrung, Feuersturm, jetzt war davor. Da liegt Gewitter. Warte mal, ich will mal was probieren. Das funktioniert. Müssen wir den rechten? Jupp, okay, und los. Bam. Na, ich hab nicht getroffen. Auch nicht. Dann nehme ich den linken. Was? Du hast ihn nicht getötet? Hast du nicht voll aufgeladen gehabt, oder was?
Was denn? Er ist doch tot. Ich weiß gar nicht, was du hast. Lock mal noch welche hierher. Achso, da. Den zum Beispiel. Das ist meiner. Oh, du brennst. Heil dich mal. Oder ich belebe dich einfach wieder und heil dich dann. Aber ich habe noch Angst einsetzen Nein. können. Du musst da weggehen. Und ich muss hier auch weggehen, weil die heilen sich an mir. Was soll das? Ja, falsch. Das wollte ich nicht. Geht? Geh mal weg. Geh mal weg. Bam. Bin schon wieder tot. So, ich hab sie mal zerfetzt. Die Maustaste, damit kannst du mich wiederbeleben. Ach so, ich kann dich mit der mittleren Maustaste wiederbeleben, stimmt? Ach ja, mittlere Maustaste ist ja bei dir. Also nicht die, aber warte mal, bevor wir über die... Genau, du holst ja noch dein Schild und ehe wir über die Brücke gehen und die nächsten Gegner triggern, würde ich sagen, das war's erstmal für heute mit Magica. Es ist schon wieder soweit. Ihr merkt, Leute, wir sind in das Spiel ziemlich vertieft. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ihr findet in der Videobeschreibung auch nochmal den Link zum Steam Store für das Spiel. Und es gibt eine ganz klare Kaufempfehlung. Und wir werden mal sehen, vielleicht haben wir auch noch irgendeinen Link für eine Vorbestellung für einen zweiten Teil rein. Mal schauen, ja, können wir machen. Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Mag ich auch. Tschüss. Tschüss.